Liebe Freunde, heute möchte ich Ihnen mal was zeigen, um zu verdeutlichen, in welchem Zustand sich die ganze BRD befindet. Und das gilt nicht nur für die Infrastruktur, das gilt auch für die Bundeswehr, für die Marine, für alles Mögliche. Ich betone nochmal auf das Thema, was ich gleich ansprechen werde. Ich bin kein Spezialist für Marine, Elektronik und Netzwerk. Aber was ich hier jetzt heute gelesen habe, das ist schon sehr bemerkenswert. Sie wollen mehr wissen, bleiben Sie dran. Jetzt kommt das Intro und gleich geht's los. Ja, liebe Freunde, ich weiß nicht, inwiefern Sie sich mit Computern auskennen. Ich kann mich düster entsinnen, dass der erste Computer, den ich nicht selber hatte, sondern den gab es damals in meinem Gymnasium, das war ein Commodore Computer, der hatte, es wurde damals für viel Geld gekauft, 1982, der hatte ein 8 Zoll Floppy Disk Laufwerk. Das waren riesengroße, labbrige Scheiben, die hat man dann in das Floppy Disk Laufwerk gesteckt und konnte dort, ich weiß nicht, wie viele Daten da drauf waren, das kann nicht so viel gewesen sein. Die nächste Evolutionsstufe war dann der riesengroße Fortschritt zum 5¼ Zoll Floppy Disk Laufwerk. Das konnte mehr Daten speichern, war auch erheblich kleiner, also 5¼ Zoll ist so groß wie eine Kompaktdisk. Das war ein Riesenfortschritt. Gerade beim Commodore 64 wurde es zum ersten Mal, oder ich zum ersten Mal 1983, 84 Bekanntschaft machte. Und dann ging das dann immer weiter zum 2,5 Zoll Laufwerk beim Amiga und so weiter. Naja, und irgendwann waren die Floppy Disk Laufwerke natürlich passé und weg, weil überlegen Sie mal, Sie haben da damals, glaube ich, auf dem 5¼ haben Sie, wenn Sie beide Seiten bespielt haben, 340 Kilobyte draufgekriegt. Das heißt, eine Kompaktdisk, da passen dann, Moment, rechnen wir mal 3 auf 1 Megabyte 1500 Disketten drauf. Von den heutigen Speicherchips wollen wir gar nicht reden hier. Wenn Sie eine SD-Karte haben, da haben Sie dann das Millionenfache davon. Und nun kommt das Ganze, weswegen ich hier eigentlich mit dem Video anfange. Es wird auch nur ein ganz kurzes Video. Ich habe das gelesen schon vor ein paar Tagen und dachte, nee, will ich lieber nicht drüber sprechen. Aber gucken wir mal. Die Bundeswehr, ich blende Ihnen das mal ein. Die Bundeswehr benötigt Laufwerke für Floppy Disks, um Kriegsschiffe wie die Mecklenburg-Vorpommern betriebsfähig zu halten. Konkret geht es um die Modernisierung der Fregatten der F-123-Klasse, die zwischen 1982 und 1996 bei der Marine in Betrieb gegangen sind. Ja, hier scheint der Begriff modernisieren eher unpassend, da veraltete Floppy-Disk-Laufwerke eine zentrale Rolle spielen. Ich rede jetzt gar nicht mal davon, dass die Floppy-Disk-Laufwerke an sich natürlich aus der Steinzeit sind. Nein, hier werden auch noch 8-Zoll-Laufwerke eingesetzt, die schon, selbst als der Commodore 64, also die Älteren werden sich erinnern, auf dem Markt kamen, waren die schon veraltet. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Gucken Sie mal, warum die Bundeswehr jetzt Floppy-Disk-Laufwerke für ihre Kriegsschiffe braucht. Disketten, oft aufgrund ihres flexiblen Materials als Floppy-Disk bezeichnet, erinnern viele an frühere Zeiten, ja. Doch welche Bedeutung haben diese alten Speichermedien für die Marine? Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik, ja genau, und Nutzung der Bundeswehr hat eine Ausschreibung für 8 Zoll Floppy-Disk-Laufwerke gestartet. Unternehmen können bis zum 12. August ihre Laufwerke anbieten. Also, wenn Sie vielleicht im Keller, in Ihrem Keller oder im Keller Ihres Großvaters noch einen alten Computer haben mit 8 Zoll Floppy-Disk-Laufwerken, können Sie diese vielleicht der Bundeswehr anbieten. Die würde sich freuen, denn sonst sind unsere jetzt zu modernisierenden Fregatten der Klasse 123 nicht mehr einsatzfähig. Das erinnert mich so ein bisschen an die, oder hat mir zumindest mein, was war das, Großvater immer erzählt, die Winterklamottenspende irgendwo 1940, 41, als es an der Ostfront keine warmen Sachen gab, da konnten sie ihren Pelzmantel und alles Mögliche abgeben, damit die Soldaten nicht erfroren sind. So ähnlich, wenn auch nicht so dramatisch, kommt mir das hier vor.
Ja, aber gehen wir mal weiter im Text. Bevorzugt wird jedoch die Entwicklung und Integration eines emulierenden Speichersystems, das die Floppy-Disk-Einheit in den Messwerte-Erfassungsanlagen an Bord der Fregattenklasse 123 ersetzen soll. Was heißt das? Wenn Sie heutzutage einen modernen Windows 11-Computer haben, können Sie dort verschiedene Emulationen drauflassen. Nicht Emulationen. Also es werden verschiedene Betriebssysteme emuliert. Sie können zum Beispiel auf einem modernen Windows 11 PC können Sie ohne Probleme eine Software aufspielen, die einen Commodore 64 emuliert, und Sie können dann eben auch die Spiele, das heißt die Software, die über 40 Jahre drauf sind, auf dem Ding drauf laufen lassen. So ähnlich ist das hier, falls die Marine nicht genügend 8 Zoll Laufwerke bekommt, weil kein Schwein wird das Zeug mehr produzieren. Was wollen Sie damit? Sonst verkaufen Sie damit vielleicht eins in 50 Jahren und das wird keiner mehr herstellen. Und dann strebt die Marine nun an, möglicherweise eine Emulation auf ihren Schiffen laufen zu lassen, damit sie die uralt Software weiter betreiben können. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Anstelle vielleicht sich zu bemühen, das ganze System mal zu erneuern, wird hier mit Krücken gearbeitet. Gut, ich bin kein Informatiker, aber das finde ich dann doch schon so ein bisschen krass, dass man hier dann möglicherweise hochmoderne Elektronik einbaut und auf der dann Sachen laufen lässt, mit denen ihr Großvater schon Bürosoftware laufen hat lassen oder möglicherweise Spielchen gespielt hat. Also das finde ich schon krass. Sie können ja mittlerweile sozusagen auf Ihrem Handy auch schon eine Commodore 64 Emulation laufen lassen, um darauf dann ein paar alte Commodore 64 Spiele laufen zu lassen. Also ich finde das alles schon sehr skurril und ich muss sagen, so ein bisschen schockiert mich das Ganze auch. Wo sind wir bei der Bundeswehr gelandet? Mir ist schon klar, dass sich die Technik immer weiterentwickelt und dass es manchmal Sachen gibt, wo es einfach nicht mehr geht, wo es keine alte Technik mehr zu kaufen gibt. Und ja, aber kann man da nicht eventuell hier die gesamte Software umstellen und irgendwas Modernes machen? Ich wage mir gar nicht vorzustellen, wenn die modernen Computer dann bei der Emulation die Geschwindigkeit der Emulation auf den damaligen Stand herunterdrücken, wie langsam diese Schiffe in manchen Reaktionen sein werden. Also ich finde es schon erstaunlich, ganz erstaunlich. Aber gut, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Das war so ein klitzekleiner Ausflug. Ich habe mich jedenfalls sehr stark drüber gewundert, dass so etwas bei der deutschen Marine möglich ist. Da werden alte Krücken mit, ja, weiteren Krücken versehen. Gut, bis zum nächsten Video, liebe Freunde. Wundern Sie sich nicht so sehr, aber in der BRD ist alles möglich.